Ich malte meinen eigenen Mann mit seiner Geliebten im Bett, um sich an ihm zu rächen. Aber ich hatte keine Ahnung, wie es ausgehen würde. Ich war eine gewöhnliche Hausfrau und wurde von meinem Mann überhaupt nicht geschätzt. Räum alles hier auf, du Faulpelz! Für eine lange Zeit war mein Leben eine Hölle auf Erden, bis ich das Malen entdeckte. Allerdings war Christopher nicht glücklich darüber. So eine Zeitverschwendung. So eine talentlose Frau sollte noch nicht mal den Pinsel anfassen. Seiner Meinung war es wert zu glauben, weil er ein hübscher und berühmter Kunstkritiker war. Aber trotz der Wut meines Mannes malte ich heimlich weiter. Christopher fand schließlich einige meiner versteckten Gemälde und wurde wütend. Du bist eine gewöhnliche Köchin und eine Putzfrau, deren einzige Aufgabe es ist, sich um den Haushalt und um mein Wohl zu kümmern. Seine Worte und Handlungen taten mir weh. Was dazu führte, dass ich danach nicht mehr malen konnte. Um mich aufzuheitern, habe ich weiterhin Ausstellungen besucht. Eines Tages ging ich wie gewöhnlich in eine Kunstgalerie und sah eine riesige Menschenmenge neben einem der Gemälde. Diese Arbeit wurde inspiriert von einem bestimmten Zeitraum meines Lebens. Ich war so neugierig, das Gemälde zu sehen, das so viel Bewunderung ausgelöst hatte, dass ich mich durchgekämpft habe. Ich erstarrte vor Schock, als ich mein Gemälde sah. Als der Künstler wurde allerdings eine ganz andere Person genannt. Wer bist du und warum lügst du? Ich habe es gemalt. Aber niemand glaubte mir. Verschwinden Sie hier, Sie Verrückte. Aber Janet achtete nicht auf sie. Dieser Moment überzeugte mich, dass ich langsam den Verstand verlierte. Dinge sind gerade zu Hause seltsamer geworden. Christopher änderte abrupt seine Meinung und bot mir an, wieder mit dem Malen anzufangen. Du musst härter arbeiten, um etwas zu erreichen. Und vergiss nicht, du musst noch Abendessen für mich kochen. Ich schnappte mir das Angebot meines Mannes mit beiden Händen. Aber mit jeder neuen Kreation wurde Christopher immer anspruchsvoller. Irgendwann fing mein Hobby an, all meine Kraft aus mir herauszusaugen. Ich habe den Grund hinter Christophers Veränderung nicht verstanden und es dauerte eine längere Zeit an, bis eines Tages ich ihn mit einer anderen Frau sah. Seine Geliebte war die gleiche Janet Williams, die mein Gemälde als ihr eigenes ausgab. Ich fühlte mich ausgenutzt. Aber ich wollte es nicht dabei belassen. Ich gehe zu einer Ausstellung, während du uns etwas zum Abendessen machst. Aber natürlich, Schatz. Christopher war rotzfrech und hat nicht einmal bemerkt, dass ich seit 3 Wochen sein Ende vorbereitet hatte. Was für eine Empörung. Dieser Christopher ist ein Schurke. Während dieser Zeit bin ich meinem Mann und seiner Geliebten gefolgt, um ihren Verrat zu malen. Dann zeigte ich meine Arbeit dem Direktor der Kunstgalerie. Das ist genial. Ich möchte sofort eine Ausstellung für Ihre Arbeit arrangieren. Aber das war noch nicht alles. Ich wollte das Eigentum an meiner Gemälde zurückhaben. Janet, lass uns vor allen malen.
damit die Leute sehen können, wer eigentlich hier die Lügnerin ist. Meine Hand tut weh. Außerdem fühle ich mich nicht gut. So bekam ich zurück, was rechtmäßig mir gehörte. Denn ich habe mich an diesem Verräter gerecht. Denke daran, früher oder später wird die Wahrheit herauskommen.